Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu ExoSock The Sims 4. Und ich hoffe auf der einen und vor allen Dingen auf der anderen Art und Weise familienadäquat. Und wir sind hier fröhlich dabei, den Objekten der Jahreszeiten zu frönen, also diesen großen DLC-Paket. Und es ist wirklich viel, was da eingeboten wird. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euch mein neuer Vorstellungsmodus so gefällt für diese Pakete. Ob es euch vielleicht zu lang ist oder genau richtig jetzt, so nach dem Motto, ja, die anderen Hasen rasen da immer so schnell durch. Bei dir kann man das nochmal genauer sehen. Ruhig mal in die Kommentarbox damit, damit ich fürs nächste Paket weiß, ob ich da oder da noch ein bisschen anpassen kann. Ne? Gut, wir machen ja erstmal jedenfalls weiter. Und zwar haben wir einen neuen Kamin, Schleifchenkamin, ein vordekorierter Kamin, macht das Leben leichter. Also hol dir keinen dieser langweiligen, schmucklosen Kamine, sondern kauf den Schleifchenkamin, um deinem Zuhause im Handumdrehen Atmosphäre zu verleihen. So, der geht dann eindeutig nur an der Wand, woanders kann ich ihn gar nicht positionieren. Das ist die Emo-Version, obwohl die ist ein bisschen Hilfe-Emo-Version. Und dann nochmal die Version, ja. Lasst auch mal ein bisschen auf euch ein bisschen einwirken. Ich lasse das euch mal so kurz stehen. Wobei, ihr habt ja die Möglichkeit eigentlich pausieren. Ja, ja, ich drehe das nochmal so ein bisschen. Dann seht ihr halt, wie diese Schleife hier davor hängt. Ne? Ja, kann man dadurch gut erkennen. Gut. Dann haben wir Wandblumenbouquet. Marie hatte die Nase voll davon, auf Partys immer vor langweiligen, ungeschmückten Wänden zu stehen. Daher erfand sie das Wandblumenbouquet. Jetzt können sich schüchterne Gäste stilvoll neben dieser farbenfrohen Dekoration verstecken, um soziale Kontakte zu vermeiden. Ja, dafür geht man dann halt zu Partys. Warum soziale Kontakte zu vermeiden? Weiß ich nicht, was ich dazu halte. So, immer mal so geht's ein bisschen näher ran. Ja, okay. War mal so ein bisschen nochmal positionieren. Oder so ein bisschen blass gefärbtes. Na? Kann man auch machen. Papiergelande, Glocken, Kreise, Sterne, Schädel und Herzchen in verschiedenen saisonalen Farben. Diese Deko ist nicht nur festlich, sondern auch ziemlich günstig. Bewahre sie auf, um die verknoteten Überreste im nächsten Jahr wieder zu verwenden. Ja, das kennen wir ja auch. Verknotete Überreste bei Dekozeug. Halt mal gucken, was wir hier haben für Dinge. Da haben wir die tatsächlich mit so andere Optiken nochmal. Hier was. Hier ganz bunt nochmal. Wollen wir so eine Wand entlang schleichen? Hä? Dreh uns das Ganze nochmal. Jo, hä? The next one, please. Girlanden-Express. Bist du bereit, ein paar Winterfest-Girlanden aufzuhängen? Natürlich kannst du dein Haus damit das ganze Jahr überschmücken. Aber die Varianten für das Winterfest werden dir besonders gefallen. Wow. Wow. Warte mal. Wenn man die hier so zwischenhängt. Krasses Ding. Heftige Nummer. Das sieht schon wirklich sehr überraschend, überzeugend aus. Auch in dieser Farbgebung. Wow, wow, wow. Warte mal. Ich muss mal, glaube ich, hier das Dach wegziehen. Ich glaube, da kommen wir ein bisschen sauber ran, oder? Springt das immer noch so? Nee, springt nicht mehr so. Oder so in weiß. Ganz in weiß. Mit einem Blumenstrauß. So sahst du in meinen Träumen aus. Die kann man auch so ineinander stecken. Ja. Das Ding sieht heftig aus. Ja? Sehr heftig. Gewundene Herbstzweige.
Mit seiner Farbenpracht ist der Herbst zwar nicht zu übersehen, aber du kannst trotzdem diesen Kranz aufhängen, um ihn willkommen zu heißen. Ja, der Herbst ist wirklich durch seine Farbpracht wirklich nicht zu übersehen. Das kann man anders gar nicht formulieren. Das sieht sogar echt liebevoll aus, das Ding. Das Ding sieht liebevoll aus. Das ist mal ein wirklich hübsches Ding. Und sowas könnte ich mir so... Also das könnte ich mir sogar real life vorstellen. Also das Ding ist sogar real life tauglich. Ja, das ist hier so mit dieser Eichel in der Mitte, hier das rumgebundene und dann einfach hier mit den Blättern dran. Geile Idee, ich glaube, ich werde mir diese Idee für Real-Life-Dekoration klauen. Gefällt mir. Party-Mauerblümchen. Auf jeder Party gibt es ein Mauerblümchen und hier ist deins. Gott, ist der flach. Das sieht aber geil aus. Und es ist nicht flach, es hat Struktur. Es ist nicht so wie diese typischen Wandtattoos. Es ist definitiv nicht wie diese üblichen. Guck mal nach, weil wir ja unterschiedliche Blumen haben. Das ist die Emo-Version. Ein Herz für Emos. Ein bisschen Abstand muss es immer haben. Ja, ne? Gar nicht mal so unübel. Gefällt mir. Dann haben wir sommerlicher Allwetterkranz. Du magst den Sommer? Oder du suchst einfach nur eine neutrale Deko. Mit diesem klassischen Allwetterkranz kannst du dein Haus zu jeder Jahreszeit schmücken. Das ist definitiv mehr für den Winter gedacht. Ja, da geht in Richtung schon Sommer so tauglich. Da kann man auch Frühling machen. Was haben wir denn da? Ja, das ist was für den Valentinstag. Was haben wir denn da noch? Ja, nette Sachen dabei. Und dass auch immer dieser Unterkranz so anders gefärbt ist. Das gibt dann echt doch nochmal so einen Unterschied rein. Dann haben wir umfassendes Partybanner. Juhu, mit diesem Banner kannst du verschiedene Festtage feiern. Ja, ich kann immer noch nicht sinnlich lesen. Keine Ahnung, was das heißt. Es wird schon irgendwas bedeuten. Ne? Die werden sich schon dabei was gedacht haben. Ist der gleiche Schriftzug, wa? Ja. Da steht definitiv was anderes drauf. Ja, ihr könnt mir das gerne nochmal übersetzen, wenn ihr Ahnung habt. Gibt ja da Leute, die sind definitiv schlauer als ich, was Sims betrifft. Ich spiel's nur und andere beschäftigen sich damit. Gut. Saisonales, plissiertes Fahnentuch. Fahnentuch, Flagge, Wimpel, wie auch immer du es nennen möchtest. Es ist auf jeden Fall ein Stück plissierter Stoff in der Form eines Fächers. Diese klassische Deko ist in mehreren Designs erhältlich, um deine saisonalen Bedürfnisse zu erfüllen. Definitiv Weihnachten. Definitiv öfters einsetzbar. Auch definitiv öfters einsetzbar. Aha, was mit Herzchen? Das ist der Valentine's Day. Hier noch was anderes mit Blümchen. Okay. Was haben wir denn da noch hier? Oh, mit Schneeflocken, ja. Ja, also so eine gewisse Auswahl. Ja? Gut. Noch mehr Wanddeko. Gott, es nimmt kein Ende. Frohe Festtagsbanner-Girlande. Die Girlande ist in verschiedenen Designs erhältlich und daher für alle Festtage geeignet. Was für ein Spaß! Ja. Lassen diese auch so ein bisschen übereinander, ja. Soweit nicht. Aber soweit Nagel auf Nagel geht. Okay, das ist in Ordnung. Das passt sogar dann ganz gut. Snappen die automatisch Nagel auf Nagel? Mal gucken. Ja, nicht ganz. Aber das ist ungefähr der Abstand, der automatisch geht. Ja? Das, nicht nur ungefähr, das ist der Abstand, der automatisch geht. Gut.
Dann haben wir vertikaler Wandbehang. Hänge ihn hinter das Buffet, hinter dein Bett, nach draußen, wohin du möchtest. Peppe deine Wände auf, damit diese trennige Wandbehang. Okay, ist das flach oder? Das ist sehr flach. Ultra flach, okay. Hab gehofft, dass das ein bisschen Form hat. Ah. Ja. Gibt anscheinend doch wirklich ganz andere Sachen. Geil. Wow. Warte mal, wenn das hier unter das Dach geht. Warte mal. Ja, dann war ich mal neugierig gerade. Oh ja, das geht. So, hier unter das Dach ziehen. So, wenn man das Dach hochholt. Versteht ihr, was ich meine, wa? Ja, geil. Gibt schon tolle Sachen. Okay, coole Sachen dabei. Haben wir noch was anderes Auffälliges hier? Das sind die Streifen, das sind die Kugeln. Oh. Da könnte man so eine 60er-Jahre-Disco draus zaubern. Geil ist das denn? Coole Nummer. Hier noch was anderes. Ist das da? Ja, warte, warte. Ach, mit Blümchen. Okay. Das ist auch cool. Da sind schon schöne Sachen dabei. Saisonale Kartenwandpräsentation. Einige Sims stellen ihre Karten auf einem Buffet oder einem Kamin aus. Du bist ein besonderer Sim. Du bist einzigartig. Deine Feiertagskarten hängen aufgefädelt an der Wand, damit sie alle sehen können. Ja. Soll ich dazu noch sagen, ne? Ihr seht's ja selber. Ihr seht's ja selber. Ich mach mal hier so ein paar hin davon. Könnt ihr ja euer Urteil erlauben. Ja. Was ihr so überdenkt. Gut. The next one ist Wand voller Sterne. Diese Deko-Sterne leuchten zwar nicht, aber sie erhellen trotzdem jeden Raum. Das erinnert ein bisschen mehr an Russen Day. Coole Nummer. Dann mal einmal farblos und dann machen wir nochmal blau. Blau geht immer. Sehr schön. Oh, jetzt kommt was Cooles. Verschlungene Luftschlangen. Sieh nur, wie verschlungen und lustig sie sind. Was für eine adrette Art, das Haus zu schmücken. Geil. Luftschlangen? Haben die Struktur? Sind die so gedreht? Tatsächlich, die haben sogar auch mal Struktur. Geil, gefällt mir. Ähnlich wieder mal Structure. Cool, auch die Farbkombination. Ja, hä? Ist so einiges dabei. Handtuchset, Knochentrock. Gott, Leute. Wie soll ich diesen Text vorlesen? Handtuchset Knochentrocken. Mit dem Handtuchset Knochentrocken tropfst du nie wieder den Boden nass. Was soll ich dazu sagen? Aber die Aufhängung gefällt mir. Das ist geil. Also das ist mal echt. Das ist nett. Das ist wirklich nett. Auch so unterschiedliche Farben, so Neongrün. Das ist für die Green Lantern Fans. Oder sowas so Neutrales, ne? Also das ist sogar, was ich mir wirklich vorstellen kann, was ich hier oder da nochmal platziere. Gefällt mir. Einmal so großes, einmal so ein kleines nochmal mit dran. Das ist was Brauchbares. Trenniger Badezimmer Organizer. Schränke mit ausschließlich horizontal angeordneten Regalen sind dir zu schlicht. Dann entspricht dieser Schrank vielleicht eher deinem Stil. Ja. Definitiv. Ne? Kann man sagen, was man will. Auch mit diesen Federn-Dinger drin hier, diese Nuten hier, da bla. Cool, gefällt mir. Gerne, danke.
Festliche Deckengirlande. Ja, festliche Deckengirlande ist, wie der Name schon sagt, in der Decke. Und da sehen wir sie dann. Das ist die festliche Deckengirlande. Die Frage ist, ob die auch ein bisschen... Ja. Die geht auch ein bisschen größer. Da macht die ein bisschen was her, wa? Deckengirlande. Da könnte man so einen Raumtrenner durch Girlanden machen. Das ist gar nicht mal so grundverkehrt. Wo waren die jetzt gewesen? Da. Haben wir sie dann noch eine andere Dinger dranhängen? Oder ist es immer die gleiche Dinger dranhängen, nur andere Farbgebung? Ja, es sind gleiche, aber dann unterschiedliche Farbgebungsgeschichten. Ja. Wie dicht die denn nebeneinander zu stellen? Wartet mal. Jetzt kommt nochmal das Experiment dafür. Ah, leider. Naja, okay, man könnte so ein bisschen so. Mal hier mal so, mal ein bisschen hier zusammenfrickeln, mal hier so auf die Eile. Ich mache das nicht so ganz genau. Geht nur darum, dass es hier überhaupt geht. So, dann gucken wir uns mal an, wie das aussieht. Ja, tatsächlich so. Ja, da könnte man sowas hier in der Decke reinziehen. Ja. Weiß ich nur nicht, ob ich das verwenden würde. Das könnte ich jetzt so nicht sagen. Keine Ahnung. Also, ja. Also vielleicht hier eh mal so komplett durch, aber mir stören ja manchmal auch so verschiedene Deckenlampen oder sowas in der Art. Aber müsste man sehen. Das könnte ich jetzt echt so nicht sagen. Ne? Gut. Dann haben wir hängende Sterne. Mit dieser hängenden Sterndekoration verwandelst du das Innere deines Hauses in einen endlosen, nächtigen Sternhimmel. Und falls du nicht entscheiden kannst, wie viel Zacken sie haben soll, es gibt mehrere Varianten. Ja. Sternenhimmel, oh. Es sind hauptsächlich die Farben ändern, aber die Anzahl der Zacken ändert sich nicht. Da ist der Text ein bisschen irreführend. Ja, nett, wa? Also das, die sind sogar nett. Also das... Die sind sogar nett. Nett. Oh Gott, wir haben noch so viel. Oh Gott. Das schaffen wir heute ja nicht mehr. Wir haben doch noch eine Folge morgen. Gott. Wir machen aber trotzdem noch 2-3 Objekte, damit wir das morgen doch nicht nochmal so knallhart überziehen. Da haben wir einmal das hier. Das sind, was ist denn das? Laternen der Einsicht. Auch wenn es keine echten Laternen sind, diese hängenden Deko bringt Licht in jedes Heim. Befestige sie in einer langweiligen Ecke deines Hauses, die einen Farbtupfer vertragen kann. Oder hängen sie über dein Bett und hoffe, dass sie nicht auf dich fällt. Okay. Was wir alles so hoffen, wa? Ja, so sieht's dann halt aus. Sieht auch wiederum nett aus, wa? So, dann haben wir Kreativkunsttisch. Jahreszeiten für Kinder. Gib deinen Kindern ein Thema zum Zeichnen, das zu einem Feiertag oder der Jahreszeit passt. Kinder zeichnen alles Mögliche, aber mit diesem Tisch malen sie Schneemänner, Truthähne oder Bäume. Müssen wir ein bisschen näher ran. Ist ja für Kinder, ist also ein bisschen kleiner. Also ist so ein bisschen viel Zeug und Material und ist schon cool. Ist schon definitiv cool. Hier, was für die Emo-Kinder. Die werden in meine Schule gehänselt. Und dann haben wir noch Bodenlaterne, fröhliche Festtage. Beleuchte deinen Garten, Gehweg, Pool oder sogar den Innenbereich deines Hauses mit diesen festlichen Bodenlaternen. Ah, okay, ich verstehe. Ah, ich verstehe noch mehr. No, und wie ich verstehe. Muss ich gerade so an Creepers denken. Grün hätten wir, aber nicht mit dem Gesicht drauf. Müsste man sich eigentlich designen. Macht mal so eine Creeper-Laterne. Und nochmal was für den Herbst.
Blau. Ist noch was anderes mit bei? Ja, die nehmen wir nochmal hier. Sieht nett aus, muss ich echt mal sagen. Wir sehen uns jedenfalls dann morgen wieder und dann müsste es wirklich den Rest geben. Und dann kommen wir dann langsam zu den Klamotten. Oh Gott, das ist echt viel. Es ist wirklich viel. Es ist massiv. In dem Sinne euch alle einen schönen Tag. Bleibt soweit gesund. Lasst euch nicht ärgern und ciao. Ciao.